Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream auf diesem YouTube-Kanal. Naja, auf Game Streams. Es kam ja jetzt keine Ahnung, wie viele Monate lang kein Stream mehr. Das lag daran. Naja, wir haben natürlich. Oh, wir haben den Kanal natürlich etwas vernachlässigt. Aber es sollte jetzt eigentlich normal weitergehen. Je nachdem halt, was es für. Oder was es dann auch mit der Schule und so weiter gibt. Aber so an sich sollte es jetzt nochmal weitergehen. Wir spielen Battlefront 2, das neue, das ist die Open Beta. Die wir gerade spielen. Hier sieht man's. Oder rechts sieht man's eben. Und ja, wir spielen den Multiplayer. Was anderes gibt's auch noch gar nicht. Nicht wundern, wenn ich scheiße spiele. Ich spiele halt nicht wirklich gut. Aber. Ich guck grad nochmal was nach, nämlich wie das Stream so läuft. Oder wenn ich scheiße spiele, ich spiele halt nicht wirklich gut, aber ich guck grad nochmal was nach, nämlich wie das Stream so läuft. Oder wenn ich scheiße spiele, ich spiele halt nicht wirklich gut, aber ich guck grad nochmal was nach, nämlich wie das Stream so läuft. Okay. Ich habe jetzt nochmal dieses Stream-Geräusch ein bisschen lauter gemacht. Ich werde mal kurz hier wieder auf Stopp drücken und Qualität auf so wenig setzen, weil das dann natürlich auch besser ist. Ich habe irgendwo drauf geklickt. Nein, das will ich doch gar nicht. Ah, finde ich gut, dass ich irgendwo drauf geklickt habe. Ja. Quit. Ja. Dann warten wir. Ah ja, lädt. Perfekt. Multiplayer und Galactic Assault. Da suchen wir jetzt mal. Ich hoffe, wir finden schnell eins. Da haben wir schon ein Spiel. Perfekt. Fehlt dann noch Spieler oder brauchen wir oder können wir direkt durchstarten? Ich mute mich mal ganz kurz, dann legen wir gleich direkt los. Ah, 4 Spieler sind gesucht, okay. Bisschen blöd, dass wir jetzt direkt als Druiden starten, weil Druiden meistens verlieren, was einfach sehr, sehr schwer ist, die Fracht zu schieben oder den MITT. Was eine der Aufgaben ist, ist noch relativ einfach, ich erkläre das gleich nochmal, aber dann später muss man nochmal 2 Räume oder 2 Türen im Prinzip einnehmen, zwei Räume einnehmen und das ist schon echt schwer, daran verzweifelt man meistens und wenn man das doch geschafft hat, dann muss man nochmal einen Raum sichern und das ist nur einer, das heißt, das sind alle Soldaten der Republik, also alle Klone und Gegner dann auch, versammelt. Ja, die Druiden sind immer im Zugzwang, weil die Klone nur auf Zeit spielen müssen. Die müssen nämlich kein Ziel erreichen. Sie müssen tatsächlich einfach nur auf Zeit spielen, während die Druiden wirklich vorankommen müssen. Und ihr seht schon, es ist eine Mörder-Grafik. Und ich habe eine GTX 69 drin. Und die ist normalerweise nicht ganz so gut. Also es ist eine der... Es ist die unterste... Ich würde sagen, das ist die unterste der High-End-Grafikkarten. Und trotzdem laufe ich hier mit einem Full-HD-Stream auf flüssigen 60 FPS. Also dieses bei so einer Hammer-Grafik. Also dieses Spiel ist verdammt gut optimiert. Da nochmal Props an EA. Geile Grafik, geil optimiert. Ich habe wirklich das Niedrigste, was ich jemals an FPS gemessen habe, war mit einer Aufnahme in Full-HD von 57 FPS. Das war das wirklich das Niedrigste, was ich jemals gemessen habe. Und ihr seht schon, wie gut ich bin. Ja, also, wundert euch nicht. Wenn ich gerade nicht so geil spiele, ist es halt... ich bin generell kein Shooter-Spieler. Ich spiele zwar sowas sehr gerne. In Overwatch bin ich auch jetzt nicht scheiße oder so. Da spiele ich auch relativ viel. Aber generell so Shooter bin ich jetzt nicht der... Ich bin nicht der beste Aimer. Und da es hier wirklich nur um Aimen eigentlich geht... ja... Aber man sieht schon, wir sind hier
Aber ja, ich verklick mich immer, teils, weil die Steuerung hier recht komisch ist. Man hat auf E eine Waffe und auf R ist Reload. Ich weiß, das ist eigentlich immer so bei Shootern. Aber ich habe mir das so in Overwatch auch umgestellt, dass ich auf E Reload habe, weil ich auf einer Maustaste eine Fähigkeit habe. Oder eine Waffe, wie man es nennen will. Naja, und deswegen verklicke ich mich noch öfter. Momentan werden Maustasten noch nicht erkannt. Wird hoffentlich nach der Beta verschwinden. Ich werde mir dieses Spiel wahrscheinlich auch holen. Aber okay. Man muss hier übrigens auch nicht nachladen, das heißt, es gibt keine richtige Munition. Oh, jetzt bin ich sogar meinen niedrigen 50er-Bereich gedroppt, aber na gut, das ist immer noch dafür, dass ich eine 960 habe, ist das immer noch verdammt gut bei dieser Grafik. Ja. Und ich habe übrigens GTX, sage ich schon. Ich habe DirectX 12 aktiviert. Ich bin mir nicht sicher, was das macht. Ich weiß, dass das sehr viel mit der Leistung zu tun hat. Und auch Grafik. Aber ich bin nicht genau sicher, was es macht. Also. Ja. Wir stürmen da jetzt einfach mal rein. Da hinten sind noch welche. Aber ich versuche jetzt einfach mal zu erschrecken. Okay, die sind alle schon tot. Dann laufe ich mal weiter. Versuche noch einen Kill abzustauben hier irgendwo. Ah, fein. Okay. Aber wie gesagt, man lädt hier nicht nach, sondern man muss lediglich seine Waffe enthitzen. Ja. Und es geht eigentlich für die Druiden erstmal nur darum. Ja, man sieht es ja oben. Oh lol, da war noch einer. Den habe ich sogar gar nicht gesehen. Ja, also Feinde sieht man ja recht schwer, oder ich zumindestens. Es geht eben darum, diesen MITT. Dieses große Ding hier. Beziehungsweise gar nicht das, sondern das da. Bis zum Ende halt zu schieben. Und das oben hat noch so 79 Leben. Es kann aber nur angegriffen werden, wenn es vorher von den Klonen. Wenn es vorher von den Klonen irgendwie. Mit einer bestimmten Waffe abgeschossen wird. Dann hat es nämlich ein Schild verloren. Und kann angegriffen werden. Während das sonst eben unverwundbar ist. Wir müssen es eben schaffen, bis ganz da hinten hinzukommen, ohne dass eben das, ich sage jetzt mal einfach Payload dazu, weil sowas Fracht begleiten, ne, Payload begleiten. Ja, ohne dass es das eben kaputt geht. Man kann ja recht taktisch vorgehen, wirklich, wenn man zu vielen Leuten, so vorher zu fünft oder so spielt, kann man wirklich in Gruppen oder so hier langlaufen, echt gute Tactics machen, aber da ich das gerade alleine habe, nur von meinen Freunden, was ich nicht verstehen kann, weil es ist kostenlos momentan in der Open Beta eben. Ja, spielt man es halt auch nur relativ eigenständig. Aber okay. Es gibt nachher natürlich auch noch so Ränge wie MVPs, meiste Kills, meiste Assists, meiste generell meiste längste Killstreak und sowas. Also es ist schon recht vielfältig, das Spiel, dafür, dass es erst eine Beta ist. Momentan gibt es nur diesen einen Spielmodus für Landtruppen. Dann gibt es noch einen für im Weltall. Den habe ich aber noch nicht gespielt. Und das war's erstmal von den ganzen Spielmodi. Die Kampagne, also der Singleplayer-Modus, wird noch nicht hinzugefügt. Finde ich eigentlich schon schade, aber es ist eben noch eine Beta. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel veröffentlicht werden soll. Vorbesteller können das schon die ganze Zeit spielen. Ist vielleicht auch ganz interessant, aber ich werde es mir nicht vorbestellen, weil noch ist mir zu wenig Impact drin, dass ich es mir kaufen würde. Ich werde definitiv erstmal abwarten, wie sich das Spiel nach Release, ja. Wie sich das Spiel nach Release. Ah, verdammt. Wie sich das Spiel nach Release verhält, weiterentwickelt und sowas. Das ist übrigens die Assault-Klasse, die ich gerade habe. Das ist einfach nur eine Waffe, Granate und eine Shotgun. Dann gibt es ja auch die Heavy-Class.
Die hat ein Schild, obwohl das kann ich ja mal alles durchgehen. Die hat ein etwas schnelleres Gewehr, hat Maschinengewehr, dann eine Minigun und ein Schutzschild. Ich werde das mal ganz kurz alles demonstrieren, was es hier so gibt. Man kann übrigens mit Kills und Assists kriegt man Punkte, womit man nachher noch Charaktere freischalten kann für das Spiel. Das sage ich aber gleich alles. Ich gucke jetzt hier erstmal, dass ich so ein bisschen zeigen kann, was der Charakter alles macht. Okay. Also, zeigen kann ich es jetzt gerade nicht, weil ich sehe nicht niemanden wirklich. Allerdings. Also man sieht hier schon, man hat etwas schnellere, aber auch je mehr man schießt, auch ungenauere Waffe. Dann hat man ebenfalls hier eine Granate. Naja, übrigens gibt es hier sehr gute Verstecke immer überall. Dann gibt es hier auf E eine Minigun, mit der man volle Kanne durchballern kann, ja. Da oben, bababababababab. Wie viel ich da getroffen habe, das ist unglaublich. So verständ mir eigentlich gar nicht zu. Da habe ich nochmal schön was getroffen und einen Assist bekommen. Naja, und zum Schluss gibt es hier dann noch ein Schild, womit man dann wirklich ja, schießen kann. Ah, es könnte sein, dass ich jetzt sterbe. Ich habe es überlebt. Also für Druiden ist es echt hier. Oh lol. Für Druiden ist es echt praktisch, wenn man sich unter diesem Ding versteckt. Naja, dann haben wir als nächstes den Officer. Der hat erstmal eine normale Waffe. Und das ist ja eigentlich ein teambasiertes Spiel. Das bedeutet, normalerweise könnte man das natürlich auch so machen, vor allem wenn man zusammen ist, dass jemand einen Officer nimmt. Und wenn man auch zusammen spielt im Prinzip, ohne dass man jetzt im Voice Chat miteinander ist, kann man hier, weil ich weiß, naja, also es gibt halt natürlich erstmal Granaten, logisch. Dann hat man ein sehr akkurates und eigentlich nie ungenau, also wirklich fast nie ungenaueres, eine wirklich nicht ungenaue Pistole. Naja, dann, Moment, jetzt bin ich natürlich gestorben, das ist ein bisschen unpraktisch. Wir haben, fangen diesmal sehr gut an, weil normalerweise hat man so 30 Teamleben noch, wir haben jetzt 84. Dann gibt es E, das zeigt, man soll jetzt reingehen, also das ist eben dieses teambasierte Teil, dass man sagen kann, man geht rein. Und zuletzt haben wir hier noch ein Geschütz, was man wirklich hier aufstellen kann. Ja, das ist hier. Und dann werfe ich meine Granate rein. Und ja. Genau, also diese, es gibt halt einen Command, es gibt ein Geschütz und jetzt stürmen wir gerade den Raum ziemlich gut sogar. Wir nehmen gerade echt gut ein. Also, wir haben echt eine gute Runde. Normalerweise geht das nicht so einfach. Wir haben schon eins halb jetzt eingenommen. Aber wenn ich sterbe, würde ich gleich nochmal zu der einer anderen Klasse, die ich euch aber glaube ich im nächsten, in der nächsten Dings zeige. Weil, ja, man hier eigentlich nicht mehr wirklich viel. Ich habe da meine Granate gerade reingeworfen. Das hat ziemlich was gebracht. Ganz viel Assist. Ja, man ist ein bisschen langsamer, wenn man Rüstung hat. Aber die meiste Zeit rennt man sowieso nur. Ich mache jetzt hier auf. Zack. Jetzt bin ich zwar tot, aber das wollte ich in diesem Fall ja, weil ich euch noch die Specialist-Klasse zeigen möchte. Genau, die hat erstmal, was jetzt nicht mehr hier wirklich so viel bringt, ein Scharfschützengewehr. Also wie man hier sehen kann, zack, kann ich schön reinzoomen. Und natürlich auch ganz genau.
Dann habe ich auf F ein. Damit kann ich die Gegner sehen. Recht interessant natürlich zu wissen, Entschuldigung, wo die Gegner sind. Zack, jetzt sehe ich hier, da sind Gegner, die campen da. Und ja. Jetzt kann ich natürlich meine Waffe nehmen. Das ist auch so ein recht schnell schießendes Ding. Und zuletzt habe ich noch. Habe ich halt noch so eine Waffe. Die halt recht schnell schießt. Ich bevorzuge immer, weil ich ihn einfach am besten finde, den normalen Assault. Du kannst, hast einfach eine normale Waffe, eine Granate und das ist für mich immer am besten. Ich spiele zwar lieber Klon, einfach wegen dem Setting, weil ich lieber Klon sein will. Aber, ja, das war jetzt zum Beispiel eine Mega-Fail-Granate. Aber wir stürmen hier gerade echt gut rein. Okay, perfekt. Er ist tot. Das ist nicht so schlimm. Man kann auch sein Teamleben natürlich dafür opfern, dafür, dass man dann andere bekommt. Im Übrigen sieht man meistens, wenn man die Fracht, also den MITT schieben muss, sieht man meistens erst überall Souls und Specialists und im Anschluss eigentlich später nur noch Souls. Aber ja, also im Anschluss meistens dann. Oh wow, das sind unsere Freunde. Im Anschluss meistens dann nur noch also Tanks sage ich schon. Die Heavy Trooper Class. Oder Heavies. Genau, Moment. Ich kann ja auch nur kurz zeigen. Ich habe jetzt 4000. Das ist echt gut. Damit könnte ich jetzt den hier. Na, die hier könnte ich noch nicht ganz nehmen. Aber ich könnte hier die beiden mal nehmen. Nehme ich einfach mal. Man kann sich nämlich hier für Credits, die man. Wenn man jemanden tötet oder Assist hat, bekommt man die eben. Und dann kann man spezielle Leute halt spielen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier ein Jetpack, damit kann ich mich hochkatapultieren. In dem Fall war das jetzt nicht so intelligent, weil ich nach hier oben gegangen bin. Zack. Dann kann ich hier eine. Da habe ich dann eliminiert. Also man ist schon halt ziemlich krass. Okay, wir haben den gegnerischen eliminiert. Zack. Wir haben gewonnen. Also wie gesagt, es ging ja darum, dass wir dann den Punkt einnehmen müssen. Und es hat funktioniert. Wir haben es geschafft. Die Druiden, wie gesagt, gewinnen meistens nicht. Aber wenn, dann ist es schon ein cooler Kampf. Und es macht auf jeden Fall Spaß, meiner Meinung nach. Aber gut, man hier, das ist eben dieses für MVP, Longest Kill Streak, Most Kills, Most Assist und das Rechte weiß ich gerade nicht. Habt ihr ja vielleicht gesehen. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Dann quitten wir. Und ich würde sagen, wir spielen einfach jetzt noch eine Runde, wo ich euch den Spezialist oder Spezialisten, den Scharfschützen mal noch ein bisschen besser zeigen kann. Ich sag schon snipen. Was ist los mit mir? Und danach spielen wir auch mal den Starfighter Sword. Und die also Team Defense Set of Objectives. Können wir auch mal ausprobieren, habe ich auch noch nicht gespielt, also die beiden hatte ich noch nicht. Können wir mal gucken. Mal sehen, was wir jetzt haben. Ob wir gut oder böse sein werden. Wir sind wieder die Droiden, sehr schade. Dann gucke ich mal, dass ich jetzt mal eben quitte. Und gehe ins nächste rein. Es läuft ja nicht nur eins, es laufen ja parallel immer welche. Ja, genau. Gucken wir mal, ob wir noch eins finden. Also Klon finde ich immer am besten. Verteidigen, generell ein Klon zu sein, ist vom Setting her sowieso angenehmer für mich. Da stehen mal genau, da stehen mal so kleine Tipps drunter noch unter dem generellen Text, was über dem Szenario. Ah, perfekt, wir sind Klon. Wie gesagt, es gibt
Noch viel mehr. Ich kann gleich noch mal kurz gucken, wie viele Maps es bald geben wird. Es ist jetzt nur Naboo, aber es soll Endor noch geben. Also es soll fast jeden, also 14 Maps oder so. Also sehr viel eigentlich, so jeden wichtigen Standpunkt aus dem Star Wars Universum. Was ich mir gewünscht hätte, wäre der Todesstern, den es da glaube ich nicht gibt. Das wäre mal ein mega geiles Setting gewesen. Der Todesstern. Aber das ist es dann, glaube ich, doch nicht. Wir können hier mal kurz gucken. Wenn wir hier gucken, Battlefront Maps oder Battlefront 2 Maps. Alle Maps und Modi in der Übersicht. Das ist das Neue, genau. Hier, wir können auch einfach mal hier reingucken. Es gibt Naboo, Kamino, also der Geburtsort der Klone, Ryloth, Kashyyyk, Yavin 4, Mos Eisley, Hoth. Der Star-Todesstern gibt's sogar. Ja, das ist ja cool. Es gibt den Todesstern. Das wusste ich nicht. Das ist natürlich sehr schön. Ja, und wie gesagt, man kann sich für diesen Punkte nicht nur auch spezielle Truppen kaufen, wie die hier, sondern auch Helden. Die sind dann mega stark. Zum Beispiel ein Sith oder ein Jedi und Boba Fett oder Han Solo. Dann gibt es noch verschiedene Raumschiffe oder Walker oder sowas, die man benutzen kann. Und auch hier natürlich wieder mega geil. Hier sollte man direkt aufpassen, dass man nicht getroffen wird, weil die Hauptstraße ist immer etwas gefährlich. Und wir müssen diese Dinger da eben hochheben, also nehmen, Pickup hochheben, nehmen, sichern und damit dann die Dings abschießen. So, wir starten natürlich als Assault. G. Ja, jetzt müssen meine Freunde mich nämlich beschützen. Weil ich habe jetzt leider das, was uns den Arsch rettet, sage ich mal. Können wir drauf schießen? Nein, okay. Out of range. Fuck, ja, okay, ich habe verloren. Das sind jetzt zufällig, ich kann noch versuchen wegzukommen. Ich bin sogar weggekommen. Das ist ja ziemlich krass, aber okay, wir müssen warten. Ich habe das Ding, womit man es angreifen kann. Die Sache, es gibt gerade zu viele Droiden hier in der Nähe, als dass ich da was machen könnte, sind Synchlone. Den habe ich sogar mitbekommen, aber ja, ich weiß, dass ich den habe. Die Sache ist, naja, bin noch nicht nah genug dran. Okay, ich muss näher dran, ist die Sache. Will aber natürlich auch nicht einfach getötet werden. Deswegen schmeiße ich jetzt einfach mal. Fuck, 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 fuck. Guck mal, jetzt nimmt er schon Damage, dann müssen wir. Ah, jetzt, das war dumm. Habe ich nicht auf meine Umgebung geachtet. Aber gar nicht schlimm, dafür hat man es ja. Wir nehmen jetzt erstmal den Spezialisten. Für den hält man sich natürlich ein bisschen weiter fern und versucht, naja, eben Leute abzuschießen, logischerweise. Aber eben ein bisschen weiter fernzuhalten, weil man hier eben diese wunderschöne Sniper hat. Boah, komischer Heavy, der einfach einen in der Sekunde tot macht. Ja gut, dann machen wir es jetzt einfach nochmal, zeigen wir ein bisschen besser. Halten auch wirklich mal Abstand jetzt und rennen nicht einfach drauf. Ich weiß gar nicht, ob man One-Hitten kann, aber wir sind auf jeden Fall drei Spezialisten. Das ist natürlich gut.
werden hier mal ein bisschen an die Grenze des Missionsbereichs gehen. Von hier aus mal ein bisschen snipen zu können. Bisschen campen. Und jetzt werden sich alle, sobald man das hört, machen sich alle auf den Weg eben, um das Ding anzugreifen. Ja, war von meiner Seite jetzt schon zu spät. Aber na gut. Es geht erstmal in erster Linie auch wirklich nur darum, sich hier zu verstecken und... Was? Oh, wow. Woher kam der? Was hat er gemacht? Hat er echt... Ah, ist auch ein Spezialist, oder? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ja, das ist ein Spezialist gewesen. Der hat auch gesniped. Okay, also ihr wisst jetzt im Groben, worum es geht. Heavy Trooper Class. Ja. Ich habe auch das alte Battlefront 2 gespielt, komplett durch. Hier wäre natürlich als Spezialist am besten, tatsächlich, weil... Weil man hier natürlich snipen kann. Ich versuche mal meinen Job zu machen und da hinten hinzukommen. Ah, fuck. Wow, war das knapp. Okay, ich gehe jetzt hier in die Seitengasse. Ich habe gar nicht bemerkt, dass das der war. Wow. Das wäre jetzt creepy irgendwie. Na gut. Er sieht schon, es ist sehr spannend. Nicht? Es ist nicht wirklich spannend. Es macht einfach nur Spaß, wenn man spielt. Es macht halt einfach Spaß. Die Sache ist, die könnten auch wieder gewinnen, weil die so viele Leben, Teamleben oder generell Leben noch haben. Das kann echt eklig werden. Nur... Ja, niemand macht halt was, ne? Hier, die ganzen hätten das machen können, aber nein. Die wissen wahrscheinlich nicht mal, was sie machen müssen. Ich nehme das jetzt und versuche das jetzt zu machen. Noch kann man es angreifen, man kann es angreifen. Okay, jetzt wird's hoffentlich angegriffen, okay. Komm, komm, komm. Einfach jetzt nur drauf schießen. Na gut. Okay. Stay together, das mache ich mal. Sagt er. Ach, hier oben lang zu gehen ist immer scheiße, weil du direkt erwischt wirst von allen. Meistens von den Spezialisten, da wirst du direkt gesehen und bist tot. Was? Ja, da sieht man, den habe ich gar nicht gesehen, aber der Spezialist steht natürlich da, campt und wartet. Wir holen das jetzt auch nochmal von hier aus den Spezialisten, stellen uns nach hinten und ja, warten mal. Fertig. Dankeschön. Ja, sind eigentlich schon da, sie haben's. Oh, was? Ah, da kann auch jemand. Nee, ich dachte schon. Okay, es Heavy Class. Die haben es ja noch nicht geschafft. Und wir haben sie auf 42, das ist gar nicht mal so schlecht. Ah, sie haben es geschafft. Fuck, sie sind weg. Ich schieße einfach nach da unten in der Hoffnung, irgendwas zu treffen.
So, mit allem drauf, was ich habe. Okay. Ich habe eine Granate reingeschmissen. Ich schieße einfach alles mit meiner Minigun halt immer drauf, weil... Okay. Sie haben 26, das sieht sehr gut für uns aus. Es sieht schon fast aus, als könnten wir es gewinnen. Als könnten wir das gewinnen. Okay, sie haben es geschafft. Aber 56 ist machbar. Jetzt müssen wir uns hierauf... Okay, jetzt müssen wir uns einfach nur hierauf konzentrieren, diese Räume zu verteidigen. Einfach, das ist sehr, sehr spannend. Vielleicht zum Zugucken jetzt nicht wirklich, aber wenn du spielst, macht es halt echt auch schon Spaß. Oh wow. Eine Rakete rein. War tot. Also man sieht jetzt eigentlich fast nur noch Heavy Classes. Nicht immer, aber meistens sieht man einfach nur noch Heavy Classes rumlaufen. Ja, hier, Heavies, überall. Weil du jetzt halt, es jetzt einfach nur darum geht, viel auszuhalten und viel Damage zu machen. Das ist eigentlich Heavy Class. Und ja. Dann rennst du eigentlich einfach nur hier rein, denkst du auch noch so, hulu, hulu, hulu. Ah, gut, ich habe noch einen mit meiner Mine getötet. Aber Heavy Trooper, soweit das Auge reicht. Okay, okay. Die sind rechts, sind schon fast. Fuck, 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 fuck. Die sind überall schon richtig weit. Rechts kann ich leider nicht hin. Ich bin links schneller, deswegen werde ich auch links nehmen. Wir haben den Raum wieder unter Kontrolle. Oh mein Gott, war das knapp. Oh fuck. Aber sie haben eins zerstört, glaube ich. Nee, sie haben noch keinen. Okay, das ist perfekt. Sie haben noch 11 übrig. Beide sind zwar ziemlich knapp, aber wir können es schaffen. Es gibt übrigens noch Upgrades für jeden Einzelnen. Also ich habe zum Beispiel eine Karte drin. Das ist eine Bronze-Karte. Die ist okay, aber halt nicht wirklich gut. Dann gibt es noch Silber, Gold, Platin und sowas alles an Karten. Wir haben gewonnen. Weil die Gegner keine Leben mehr übrig hatten. Also, es geht erstens die Leben von dem MITT. Und wenn die das geschafft haben, gibt es Leben halt. Also, wenn einer stirbt, gibt es ein Leben fürs Team weniger. Also, es ist ein Teamleben im Prinzip. Und wenn sie eins eingenommen haben, gibt es ein paar Leben dazu. Wenn sie zwei eingenommen haben, gibt es wieder ein paar Leben dazu, bis sie später einen Raum eingenommen haben. Genau, was wir halt gemacht haben. Und da haben wir halt gut überlebt. Genau, da haben wir gewonnen. Total Score war 2800. War jetzt nicht so krass, aber immerhin. Ja. Ich spiele dieses Spiel ja auch noch eigentlich erst seit einem Tag. Dann drücken wir mal auf Quit. Ja. Und probieren jetzt mal den Weltraum-Flugmodus aus, den ich übrigens noch nicht gemacht habe. Deswegen weiß ich es noch nicht. Wir suchen einfach mal. Also da hier gibt es zumindest in der Beta schon mal für Leute, die wirklich kämpfen wollen mit Fußsoldaten, was ich ja bevorzuge. Und Leute, die einfach Schlachtflieger fliegen wollen. Das ist natürlich dann auch hier gegeben.
Alter. Imperium. Bah, 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 ist das eklig. Okay, also ich hab's wie gesagt noch nie gespielt. Die Steuerung ist sehr krass. Hier gibt's noch Raketen. Also, boah, ist das verwirrend. Heilige Scheiße, ist das verwirrend. Das ist mehr als verwirrend, oh mein Gott. Inceptor und Bomber. Ah, Inceptor klingt doch schon geil. Ah, das ist von uns, genau. Guck mal, haben wir sogar schon einen geschafft. Ja, und? Wow. Also es ist tatsächlich echt verwirrend. Vor allem die Steuerung ist sehr krass empfindlich. Aber okay. Warum nicht? Warum nicht? Okay. Dele. Achso, okay, da gibt's Teamleben versus Prozentleben. Okay. Das heißt, einfach nur auf alles schießen, was sich bewegt. Dann kann ich gut gewinnen. Selbstmord. Okay. Wir nehmen nochmal den Fighter. Ah, wir haben verloren. Ja, das ist ja toll. Haben wir jetzt verloren oder wie ist das? Boah, die Steuerung ist so empfindlich, ne? Das ist so übertrieben. Oh, wow. Ja, ich sehe nicht mal, wer das war. Ist ja toll, der ist unsichtbar. Nee, also da gefiel mir der andere schon besser. Aber wir haben 91, lol. Und die haben 105. Oh. Von vorne oder was? Okay, zerstört sie doch. Warum mache ich dann kein Damage? Ah, jetzt, okay, Maus. Wir haben es zerstört, ja. Okay, also es macht nicht so viel Spaß, wie die Bodentrupps zu sein. Ich wäre zwar lieber Imperium gegen Rebellen, sogar bei den Bodentrupps. Das fände ich bei den. Also hier ist es ja Imperium gegen Rebellen. Aber, komischer Shield Generator. Ist das ein Metro mit dem Spiel oder was? Was soll denn das? Wer pickt denn bitte einen Sub? Ah, ich hab sie getroffen. Richtig erbärmlicher Tod. Okay. 30, also ich fand den hier bisher am besten. Hab ich am besten, hat sich am besten gesteuert und so. Ah, so kann man sogar ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, okay. Oh wow. Also ich bin recht konzentriert. Es ist schon was anderes, als würde man
Bodentrupp spielen. Ich spiele jetzt mal den Bomber. Ich bin wirklich so nah da dran. Boah, du kannst nichts sehen. Es ist eklig. Einfach nur unfassbar eklig. Wow. Ist das so nah wirklich? Nein, ne? Es war näher, als ich dachte. Kann sein, dass wir verloren haben. 1%, es gibt 3 Kreuzer, 1 Punkt. Könnte eventuell sein, ja, dass wir verloren haben. Vielleicht. Nee. Nein, ich wurde von meinen anderen weggemacht. Also ich schon, ich bin gerade tatsächlich sehr konzentriert. Mir macht es persönlich nicht so viel Spaß. Aber okay. Ich verstehe auch das System dahinter noch nicht. Wann man jetzt wirklich. Also was ist? Out of range. Oh wow, da wurde ich von der Seite weggemacht. Komischer da. Naja, also ich finde es nicht ganz so gut. Ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Deswegen, ich liebe einfach mal raus. Das ist für euch wahrscheinlich auch nicht spannend. Deswegen, warum sollte ich es machen? Aber na gut. Wenden wir uns mal etwas Neuem zu, denn es gab ja, wie ich gesehen habe, auch einen dritten Spielmodus. Arcade gibt es hier, glaube ich, keinen, oder? Doch, hier gab es noch einen. Aber Multiplayer gab es den hier noch. Auch hier weiß ich noch nicht, was man da machen muss. Aber ich denke mal, ja. Es wird mal was Gutes bei rumkommen. Schätze ich mal. Okay, wir sind anscheinend jetzt, wow, das sieht fresh aus. Wir sind anscheinend jetzt, so wie es aussieht, wir sind im Widerstand. Defend. Kann es aber sein, dass es sowas ist wie Rainbow Six Siege, dass man hier was verteidigen muss einfach? Wow, wo ich zerstört. Okay, Heavy Trooper Class. Extraction Point verteidigen. Alter, habe ich gut getroffen. Hä? Meine Granate hat den ja richtig zerstört. Okay, man kann es anscheinend nicht aufheben. Man muss es wirklich verteidigen. Oh, ich wurde zerstört. Leute, wo sind meine Kollegen?
Wir müssen das verteidigen. Ja, ach nee. Die sind ja alle wieder reingerannt. Aber. Also es sieht auch hier sehr, sehr schön aus. Also in diesem Wald echt gut gemacht. Ich freue mich auch, dass Anthem von EA so aussehen wird, so ungefähr. Also vielleicht sogar noch besser. Und vielleicht sogar noch besser optimiert. Okay. Anders. Was? Das war ein richtiger, richtiger Selbstmörder hier. Aber wir nehmen einfach einen Spezialist, denn ich glaube, hier kann man. Boah. Oder auch nicht. Es scheint aber ein ziemlich cooler Spiel muss sein, wo die halt wirklich versuchen, was zu klauen. Ich denke, hier könnte Spezialist ziemlich gut sein, weil man hier sich auf die Lauer legen kann, sich verstecken kann. Das scheint ziemlich gut zu sein. Auch hier würde ich lieber natürlich Imperium bzw. First Order sein. Die scheint sehr viel Impact drin zu haben. Es gibt einmal The Clone Wars, also die Republik und die Separatisten. Und es gibt einmal die Hauptstory von. Also 1 bis 6 und 7. Finde ich persönlich ganz cool. Ich hoffe, man kann auch wirklich in Kampagne die Teile mitspielen. Dass man wirklich sagt, ja, es gibt Kampagnen, da müssen wir das spielen. Also das fände ich halt schon cool. Aber mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Wenn es wirklich draußen ist. Ich denke mal, da werden viele YouTuber wie Zombie oder so Videos zu machen. Dass ich auch selbst da weiß. Naja, lohnt es sich das zu kaufen oder nicht? Ich meine, es wird ziemlich viel Geld kosten. Es wird über 60 € kosten. Vorbestellung ist 50 oder 59 € und dann meistens wird es teurer, weil Vorbestellung immer gesagt wird, ja, bestell's vor, das ist günstiger, als wenn du es nachher kaufst. Und weil die halt damit wollen, dass Leute vorstellen. Aber okay. So, was soll ich jetzt? Dieses Paket soll ich machen. Okay, ich bin. Das heißt, ich werde mich jetzt versuchen, draußen auf die Lauer zu legen. Alter, wie geil ist das? Boah, kann man sich hier anschleichen. Das ist überhaupt nicht angenehm, dass es funktioniert. Wie groß ist das? Ja, genau. Hey, wie geil. Aua. Die haben es schon genommen. Wie schnell können die das denn nehmen? Okay. Assault Class. Beziehungsweise Heavy Trooper. Obwohl. Na. Ich nehme wieder Spezialist. Weil jetzt sind sie draußen. Und jetzt können sie es. Dahin schaffen. Ja, genau. Wo ist der Attacker? Ich werde mich jetzt einfach hier drin vercampen. Hoffen, dass ich das gut finde. Ich habe gut getroffen, tatsächlich. Erster Schuss ist. Die laufen da lang. Sie laufen zurück. Okay, das bringt denen gar nichts. Wollen da raus, oder? Ich weiß nicht, was sie machen wollen. Und genau so macht man das, Freunde. Einfach campen. Und warten, bis die Nähe kommen. Eigentlich wollte ich ja wirklich reloaden, aber. Ich muss einfach nur, das ist geil, ich muss hier einfach nur campen. Ich kann ja währenddessen noch mal gucken. Da ist einer tot.
So, first of all, aua, oh, ja, chill. Aber ist cool, ich bin richtig am Rand der Area tatsächlich und bin hier in so einem. Tatsächlich einfach drin. Und ich kann einfach sehen, zack, so, gucken wir, wo wir sind, Feinde. Normal, hä? Findet er bestimmt ganz toll da oben. Ich bin wahrscheinlich jetzt etwas ruhiger, ne? Aber das ist umso cooler hier einfach auf der Jagd. Es ist halt nicht so spannend, aber du machst echt effektiven Job, wenn du da stehst. Die wissen halt nicht mal von wo. Okay. Okay, sie haben es geschafft. Ansonsten würde, wie gesagt, ich jetzt hier einfach stehen und ein bisschen drauf snipen. Aber mich kriegt auch niemand, ist das Coole. Ich snipe hier hinten. Hinter mir ist tatsächlich niemand. Da oben ist jemand. Aber so nicht. Fuck. Da ist es, ne? Ich sehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, das muss da lang, ne? Da habe ich noch genug Zeit, es zu finden. Hier zu campen macht es halt echt tausendmal einfacher. Ich weiß, Camper sieht man nicht so gerne, aber. Okay, jetzt bewege ich mich mal ein bisschen. Okay. Da oben. Ich weiß, gerade bin ich halt nicht effektiv, aber wenn man guckt, wie viel ich schon getötet habe, damit ich das halt und das sogar funktioniert hat, ohne dass ich jetzt einmal gestorben bin bisher, würde ich sagen, dass meine Chancen gar nicht mal so scheiße sind, hier gut zu sein. Da habe ich ihn gerade gesehen. Ja. Jetzt aufpassen. Schon wieder, okay, perfekt. Komm, 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 das schaffen wir. Das darf nicht aufgenommen werden. Fuck. Okay, ich hab's verfehlt.
Ich bin gerade recht angespannt. Ich denke, euch geht's ja eh meistens nur so ums Gameplay. Nicht mal unbedingt, wie ich hier laber. Da hinten ist einer. Okay. Da oben will einer kommen. Okay, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Einfach dafür. Nein! Ich bin gestorben. Okay, das kann jetzt eklig werden. Okay, ich nehme wieder. Okay, ich nehme jetzt mal Assault, im Spiel war weiter richtig ist. Also. Ja? Secured, wirklich? Das ist wieder zurück. Aber dann hätte ich jetzt auch wieder Sniper spielen können. Weil so gute Dienste, wie ich gemacht habe. Die Sache ist, jetzt sind leider auch hier Leute wieder. Ja. Also der Sprung macht mir bisher am meisten Fun. Hier wirklich einfach zu achten, dass das nicht getroffen wird. Das macht halt echt Spaß, muss man sagen. Und wo? Da. Okay, wir haben gut verteidigt. Also es ist halt echt schon Star Wars Feeling, wenn die ganzen Soldaten hier reingestürmt kommen. Das muss man ja mal sagen. Also Props dann die auf jeden Fall. Ich bin tot. Nicht schlimm. Noch ist es da drin. Okay. Weiß auch nicht, woher das kam, ne? Das wurde ich gesehen, ist aber nicht schlimm. Wechsle ich einfach kurz meinen Standort. Le also man kann leider nur wirklich crouchen, man kann sich hier nicht hinlegen. Was? Huh? Okay. Okay, also, nein! Okay, da kam noch einer. Sie haben aber verloren. Sie können niemals. Wir haben gewonnen. Einer wird gleich fallen und dann haben wir gewonnen. Overtime. Wir müssen einfach nur davon wegkriegen. Alles daran setzen. Wo ist das? Ich werde mein Leben opfern dafür, dass dieses Package niemals da ankommt, wo es ankommen soll.
Was? Alter, das ist so krass, wie viel Damage die machen. Ist gedroppt, okay. Aber sie haben's. Boah, es kann jetzt lange und ein langer, ekliger Kampf werden. Was? Sie haben mich noch getroffen. Egal, er ist nicht ganz tot. Das ist gar nicht gut. Assault. Da man hier was bekämpfen muss, würde ich hier, glaube ich, auch Geschütze gut sehen. Das heißt, wenn ich das nächste Mal Defender bin. Also Defender, wir haben gewonnen. Ja, Leute, perfekt. Also es macht echt Spaß, muss ich sagen. Der Spielmodus ist auf jeden Fall. Den finde ich besser, aber eine Runde dauert echt lange. Vielleicht sogar länger als die normalen Modi. Also, der einfach übelst übertrieben. MVP, 96 Kills und 5000 Damage. Ja, alles klar. Okay, dann würde ich sagen, war's das aber auch schon mit dem Livestream. Eine Stunde nur, um ein bisschen neu reinzukommen. Und auch zu sagen, am Dienstag wird auf jeden Fall Livestream kommen. Lootbox Opening, meine Freunde. Dann ist das Halloween-Event in Overwatch. Halloween Terror 2017 mit sehr guten Skins. Guckt euch die auf jeden Fall an. Und. Aber würde ich sagen, hier ist ein komischer Schwarzbildschirm, der öfters mal da ist. Hallo? Ich habe gesagt, ich will quitten und nicht nochmal spielen. Würde ich dann sagen, was ist mit dem Livestream und zum nächsten Livestream. Wahrscheinlich am Dienstag. Ciao!